Grundsätzlich haben wir da eine ganz enge Zusammenarbeit mit den Functional Leads. Ja, also zum einen erstellen wir alle 2 Monate einen generellen Report aus der Autorensoftware, wo wir uns erstmal nur den Fortschritt angucken. Da gucken wir uns an, was ist neu dazugekommen, auch pro Fachbereich. Wo gibt es vielleicht mal Dokumente, die schon ewig nicht mehr angefasst wurden? Ja, wo man mal nachfragen kann, hey, was ist eigentlich damit? Ne, da ist ewig schon nichts mehr mit passiert. Das ist einmal der eine Punkt, dass wir das wirklich alles ganz klar einmal strukturiert uns als Report rausziehen. Und dann machen wir 2-mal im Jahr nochmal einen großen Quality-Check. Also das heißt wirklich mit den Functional Leads in ihren Bereichen alle Dokumente, alle Inhalte durchgehen. Was muss gelöscht werden? Was muss angepasst werden? Wo gibt es Themen, die wir neu aufstellen müssen? Das ist ganz, ganz wichtig. Genauso auch die erwähnte Umfrage, die wir einmal jährlich machen, ja, wo wir nochmal das Thema auch Qualität hinterfragen. Funktioniert alles? Klappt alles im System? Weil der Punkt ist ja einfach der, das hat für uns auch mit dem Thema Glaubwürdigkeit in der Orange zu tun. Wenn wir einmal fehlerhafte oder qualitativ ja, minderwertige Inhalte da reinstellen, dann verlieren wir sofort die Glaubwürdigkeit da rein. Die Leute gehen da drauf und sagen, ja, was ist das denn? Ne? Also das hilft mir ja gar nicht weiter und dann ist das Tool sofort passé. Ja, das würde jedem von uns so gehen. Deshalb legen wir großen Wert auf das Thema Qualität. Das funktioniert aber auch wirklich immer nur in diesem regelmäßigen Austausch auch mit den Functional Leads, um darauf hinzuweisen. Wir haben natürlich auch in der Orange selber eine Feedback-Möglichkeit, ja, also auch über viele Dinge, dass man direkt auch die Functional Leads kontaktieren kann. Man kann die Mary und mich kontaktieren, wenn da irgendwelche Fehler auftauchen, wenn Leute was sehen, wo es vielleicht keinen Sinn gibt, dann können die es auch zurückmelden. Also wir versuchen da wirklich immer im Austausch zu bleiben.